You call yourself soldier? You tarnish the soldier name. Angeal! Wait! Those wings. I want them too. Out. Jo, und damit willkommen zurück zu Crisis Core Final Fantasy 7 und ja. Wir sind kurz vorm Ende. So viel kann ich schon mal sagen und hier können wir was untersuchen. Dokument 1, Analyse des Scheiterns der Behandlung. Fehlschlag. Hashtag 1 oder so. Naja, Rang 1 da. Synopse. Ja, Synopse heißt es, glaube ich. Keine Ahnung. Gewünschter Effekt nicht eingetreten. Starke Resistenz gegen Genova-Zellen. Vermutlich ist die medizinische Behandlung bei Eintritt zu Soldat begründet. Oder so, keine Ahnung. Fehlschlag Nummer 2. Shinra-Infanterist. Synopse. Geringe Resistenz gegen Genova-Zellen. Führte zu einer Vergiftung des Körpers. Kaum Reaktion auf äußere Reize. Vermutlich starke Schädigung von Geist und Psyche. Heilung unwahrscheinlich. Ja, Heilung unwahrscheinlich. Trotzdem überlebt Clouters. Und ja, logisch überlebt er das, weil sonst würde es die Zukunft halt nicht geben. Und können wir hier noch irgendwas machen in diesem Raum? Ja, hier ist tatsächlich noch eine Kiste. Mit 10.000 Gil, okay, die nehme ich gerne. Ich glaube, wir hatten ja nur 66 oder so. Also 10.000 ist da schon recht viel. Na gut, bleibt mir hier liegen oder so. Wir kriegen eine Mail, yay, von Reporter. Ja, gut. Dann wollen wir mal aufbrechen. Du wirst hier etwas auf mich warten müssen. Ich sichere uns den Weg. Jo, und das müssen wir jetzt immer wieder machen. Cloud wird vorne abgelegt und wir müssen einfach bis zum Ende des Raumes gehen und da wird dann halt weitergemacht. Und wir kriegen schon mal eine Mail. Wie auch immer wir hier unten empfangen haben, aber na gut. Schon wieder vom Reporter. So. Die sind wie immer noch keine Gegner und so, yay. Naja, die Frage ist, ob es überhaupt jemals wieder irgendwas ein richtiger Gegner wird, weil die haben halt so viel Leben, nichts kann uns wirklich schnell töten. Ja, aber na gut. Und noch eine Mail, wieder vom Reporter? Nein, von den Waldläufern. Achso, ja, gut. Das ist der Fanclub von Angel. Okay, der Weg sollte jetzt sicher sein. Aber der Boden scheinbar nicht. Der Boden ist nicht sichtbar. Haha. Gut, ich halt schon im Maul.
Zeit für die nächste Pause, mein Freund. Ich sichere uns den Weg. Schon wieder oder noch immer. Warum ist der Boden weg? Okay, jetzt ist er da, jetzt ist er weg. Ach, keine Ahnung. Cloud macht alles kaputt. Genau. Cloud ist schuld. Hm. Also hier war der Boden vorher auch noch da. Firmeninterne. So, das ist jetzt wichtig. Die unten aufgeführten Personen sind im Dienst für die Firma gefallen. Sephiroth, Rang 1 Soldat und Zack, Rang 1 Soldat. Und zwei Soldaten halt, ne? Ja. Wir sind eigentlich noch recht lebendig, wie ich finde. Genauso wie... Okay, Cloud ist nicht... Naja, Cloud ist vielleicht kurz vorm Tod oder so, ja. Und Sephiroth lebt ja auch noch, wie man logischerweise weiß. Sonst würde es Final Fantasy 7 nicht geben. Beziehungsweise das würde es nicht so geben, wie es halt ist. Aber na gut. Und ja, jetzt kommen hier auch Gegner. Sind ja vorher auch keine gekommen. Aber na gut. Okay, der Weg wäre damit gesichert. Ich werde den Weg sichern, warte hier. Es wird nicht lange dauern. Und so, yay. Es wird nur so lange dauern, wie ich halt brauche. Ist logisch, oder? Ja, gut. Und wieder eine Mail von dem Wunderjäger. Achso, das ist der mit den 7 Wundern. Hallo, wie geht es dir? Mir und meiner Mutter geht es gut. Wir haben das Dorf nach dem Brand verlassen. Doch als wir nach einiger Zeit wieder zurückkehrten, war alles beim Alten. Die Häuser waren völlig unbeschädigt. Nur von den Bewohnern kannte ich niemanden. Falsche Häuser für falsche Bewohner? Da hat doch sicher Shinra seinen Finger am Spiel gehabt, oder? Das werde ich nicht durchgehen lassen. Bei dir ist das was anderes. Du hast mir geholfen. Und deshalb habe ich in der Umgebung des Dorfes einen Schatz versteckt. Unsere Wunderjagd konnten wir leider nicht beenden. Doch nun ist das Dorf selbst zum letzten Wunder geworden. Ja. So, er hat hier in der Nähe was versteckt. Das holen wir uns auch eben mal. Weil das befindet sich da hinten bei den Häusern. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sollte ich aber eigentlich. Und ja. Auch diese Viecher sind noch immer keine Gegner. Und Level Up. Das ist schon lange her, dass wir Level Up hatten, aber egal. Nehme ich immer wieder gerne. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich kaum was macht, aber egal. Die minimalen Boost, die wir dadurch bekommen, die sind halt echt, ja, nicht weit davon Bedeutung. Wir haben jetzt knapp, ja, knapp 300 mehr Leben bekommen. Er hat so 270. Ja. Ist in Ordnung. Ist aber nicht wirklich viel. Ich glaube, da hinten liegt das hinter dem Zaun oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sollte ich aber eigentlich. Oh Gott, komm schon. Nerv mich doch nicht. Ja, du machst auch keinen Schaden. Oh, tschüss. Meine Güte. Und ja, da hinten glitzert es schon. Da. Einmal Wall erhalten. Ich wollte gerade gucken, ob dieses Wall irgendwie schon auf perfekt gelevelt ist oder nicht. Kann ich ja jetzt mal machen. Weil das würde mich mal interessieren. Sonst könnten wir das nämlich auch irgendwie zum Fusionieren benutzen. Nö, es ist aber nur Waldstufe 1 und ja. Gut. Ist halt Barriere und das andere Zeug da in ein. Aber naja. Habe ich noch nie benutzt, werde ich glaube ich auch nie benutzen, von daher. Jetzt sollte Gegend sicher sein. Was ist denn hier passiert? Das Dorf steht
steht da, als wäre nichts geschehen. Dabei müsste alles in Schutt und Asche liegen. Tja, Schutt und Asche sehen anders aus, ne? Ein Ausbruchversuch. Die Versuchsobjekte des Professors wollen fliehen. Mit euch Lutschen mache ich kurz den Prozess. Oder Lutschern. Hat er gerade wirklich Lutschern gesagt? Wow. Cloud! Das sieht übel aus. Ich sollte die besser schnell ausschalten, will ich nicht wieder in so eine Kapsel landen. Ja. So. Unsere Aufgabe ist einfach schnell die Gegner zu bewegen und ja. Das machen wir auch mal schnell, ne? Weil die halt ja kaum einen Schlag aus. Ja, aber na gut. So. Dann müssen wir schnell zu denen rennen und ja, dann lässt der Cloud liegen und dann liegt Cloud auf einmal wieder komplett woanders gleich. Also er liegt da ja jetzt schon wieder woanders. Eigentlich lag er hier eben gerade, wo wir standen. Jetzt lag er da auf einmal am Zaun, aber na gut. Ganzer Typ wird wieder Heilung eingesetzt. Ich hoffe mal, jetzt läuft die Zeit gerade nicht weiter, weil das wäre ziemlich scheiße. Also die Zentimeter. Ah, natürlich kommen da noch mehr. Ja, Aris, hi. Macht einen komischen Scheiß. Oder auch nicht, zum Glück. Weil wir brauchen es nicht. Aber ein Level Up nehme ich gerne. Gott, war's das mal langsam? Danke. So, schon wieder liegt er komplett woanders. Ja, aber na gut. Da ist Bumm gemacht. Jo, jetzt kommt ja noch ein Esper. Wir haben immer noch nicht alle Felder so auf, aber na gut, die letzte kriegen wir in den Nebenmissionen. Aber na gut. Oh, wir kriegen endlich mal Saaten zu. Jo. Dieser Angriff ist eigentlich vollkommen egal, wie stark er ist, er tötet einfach. Der Gegner ist aber instant tot. Und ja. Ja, das Pferd hatte wirklich 6 Beine. Und noch ein Level ab. Alter, was ist hier los? Sind wir schon Stufe 29. Aber wozu einen Spezialangriff machen, ne? Das ist dir jetzt gerade zu schön gewesen. Ich weiß, warum er keinen gemacht hat, weil ich gerade den letzten mit einem Schlag besiegt habe und danach kam erst der neue. Deswegen, ja, aber egal. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Verdammt, irgendwie bin ich nicht gut drauf heute. Komisch, diese Typen sollten mich eigentlich nicht so aus der Puste bringen. Ich muss nochmal zur Villa, ein bisschen verschnaufen und mir irgendwas überlegen.
Es ist helllichter Tag und wir sind immer noch geschwächt. Wir sollten uns ausruhen, bis es dunkel wird. Findest du nicht? Ich glaube nicht, dass Cloud dir antwortet. Cloud. Ob er an den Folgen einer Überdosis Marco leidet? Mann, Angel, kann ich dir überhaupt niemandem helfen? Genug gejammert. Erstmal werde ich dir ein paar neue Klamotten besorgen. Deine Marco-verseuchte Uniform wird dir bestimmt nicht gerade helfen, wieder gesund zu werden. Hab einen Moment Geduld, ja? Ich komme gleich wieder zurück. Jo, wir müssen jetzt nämlich in diesem Einzimmer, in dem wir, glaube ich, noch gar nicht waren. Hätten wir aber schon drin gewesen sein können. Ich weiß gar nicht, waren wir da schon mal drin? Ich glaube nicht. Aber na gut, auf jeden Fall hier links. Und wir kriegen eine Mail von Kunzel. Es kann nur gelogen sein. Hey Zack, die Abteilung für allgemeine Angelegenheiten hat ein Ablehnen bekannt gegeben. Aber die Firma verbreitet in letzter Zeit nichts das Lügen. Also, wo steckst du? Dass du als Gefallener behandelt wirst, heißt vermutlich, dass du irgendwas angestellt, das Shinra gegen den Strich geht. Du hast irgendwas Melde dich, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Ich versuche dann, dir zu helfen. Also, ich warte auf eine Antwort von dir. Ich will die antworten. Ich kann nicht antworten. Es gibt keine Antwortfunktion hier, was Schwachsinn ist. Mann. Einer von den wenigen aus Shinra, dem man noch vertrauen kann. Nur kann ihn nicht antworten. Aber na gut, so. Das ist verschlossen, ja. Warte, was? Oh, scheiße. Ich bin ein Idiot. Ich hätte den Forscher unten im Keller nochmal untersuchen müssen. Ah, Mann. Gut, dann rennen wir halt nochmal runter. Haben wir nichts Besseres zu tun. Eigentlich schon, aber egal. Vielleicht cutte ich das auch einfach raus, mal sehen. So Leute, da bin ich wieder. Gleich beim Schrank angekommen. Yay. Ja, ich war eben kurz nochmal bei Forscher, hab den Schlüssel geholt und jetzt können wir hier weitermachen. 5000 Gold, ja genau deswegen bin ich hergekommen. Eigentlich ja nicht. War da nicht noch... Den konnte ich eben noch nicht aufmachen, von daher ist alles richtig. Na, wenn das mal nichts ist. Die passt ihm bestimmt ausgezeichnet. Soldatuniform einmal. Was mich wundert ist, dass er seine Klamotten nicht wechseln will, weil die sind ja nicht auch verseucht, aber na gut. Du wirst schon wissen, was du machst oder so. Hoffe ich doch. Aber naja. So. Hey, ich habe was Nettes für dich gefunden. Ja, das sehen wir dir jetzt an. Zugegeben, riecht nicht gerade neu, aber die Wühltische waren schon ziemlich abgegrast. Ja, genau. Schlechte Witze, confirmed und so. Steht dir wirklich ausgezeichnet. Ich sehe zwar nichts, aber okay. They're tiny, but you have lots, right? That's right. Wanna hear? How many you got? 23? Write them down, so I don't forget. I have 23 tiny wishes. But you probably won't remember them all. So, I put them all together into one. I'd like to spend more time with you. Hey, Cloud. I have to go to Midgar. You want to come with me? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er dir antworten wird.
Ihr gönnt einen aber auch kein bisschen Ruhe, was? Na, sieht da nicht so aus. Aber egal, wir sind tot. Das reicht. Ja, Angel, ist es jetzt dein Ernst? Ja, das war noch eine ziemlich alte Rückblende. Aber na gut. Na, immerhin ein Level Up für Analyse. Okay, Analyse kriegt, glaube ich, einen Angriffspunkt oder so. Na gut. Eben noch mal kurz gucken. Analyse, ja, bringt Stärke. Nehme ich immer wieder gerne. Ey, wir haben schon 99 Stärke. Aber na gut. So, Mails. Ja. Zack, wo steckst du bloß? Langsam mache ich mir Sorgen. Bitte melde dich, wenn du diese Nachricht erhältst. Da du auf der Mission mit Seefort verschollen bist, vermute ich, dass deine Lage mit dessen Ableben zusammenhängt. Die Jungs erzählen sich Gerüchte von Geschehnissen in Nibelheim. Bist du etwa immer noch dort? Ja? Na gut, der Reporter, was auch immer. Ja. Warum werde ich mit Cloud reden? Ich muss einfach gehen. Ich bin ein Idiot, aber egal. Und noch eine Mail. Und ich glaube, das ist die Arschloch-Mail, ne? Ja. Dieser Typ. Diese Mail. Lest ihr euch durch? Ich hab jetzt... Okay, ich lese sie einfach vor. Lieber Zack, ich hoffe, du bist unversehrt. Ich habe mir wirklich große Sorgen gemacht. Wo magst du wohl momentan stecken? Wenn du mir deinen Aufenthaltsort verrätst, dann komme ich dich abholen. Und wir tricksen sie aus. Wenn du von mir gefangen genommen würdest, wäre meine Beförderung gesichert. Und in meiner neuen machtvollen Position könnte ich dich vielleicht dazu bringen, dich wenigstens am Leben zu lassen. Melde dich so schnell wie möglich. Noch ist es nicht zu spät. Was für ein Arschloch ist das? Der will mich gefangen nehmen, nur damit er eine Beförderung bekommt. Als ob er irgendetwas daran ausrichten könnte, ob sie mich umbringen wollen oder nicht. Aber na gut. Gut, nichts wie weg hier. Bleibt mir ja schon am Leben, hörst du? Ja, bleibt er schon, keine Angst. Verdammt, führt dieser Weg denn nirgendwo hin? Warte mal kurz einen Augenblick. Ich werde etwas die Gegend sondieren, hat er gesagt. Keine Ahnung. Oh Gott, hier ist dieses scheiß Minispiel. Ja. Bla 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 bla. Gut. Warte mal, wie geht das so? Zoom, zoom. Und Feuer. Am besten unter dem Schild irgendwo hinschießen. Yay, irgendwie habe ich es geschafft, wie auch immer. Ja. Mal sowas komplett anderes hier in diesem Spiel, aber mal Maschinengewehr zielen und versuchen zu treffen. Aber na gut, kann man mal machen. Hier liegt das nächste Gewehr. Gewehr verbessern, kann ich sogar irgendwas verbessern? Ne, ich brauche 3 Punkte dafür. Das ist blöd. Aber na gut, abbrechen, dann... Trojan ausschalten. So. Ja, stirb bitte. Nein, er haut ab und das war's dann auch schon. Wie hätte ich diesen bitte ausschalten sollen? Das geht doch gar nicht. Oder ist er gar nicht abgehauen, sondern einfach nur eine andere Position. Jetzt haut er ab. Ja, egal. Gut, der ist noch auf eine andere Position gegangen. Auch gut. Wusste ich. Nicht. Egal. So, das ist das Gute, wenn hier welche auftauchen. Die zählen ebenfalls als Gegner. Also als Punkte. So, +5. Yay.
Ich will mal kurz testen, ob die wieder auftauchen. Wäre nämlich witzig. Die tauchen aber tatsächlich wieder auf, ne? Einfach mal schön hier Punkte fahren. Ja, plus 7 Punkte, yay. Das heißt, wir können Gewehr verbessern. Und zwar die Durchschlagskraft. Einfach mal um 2 Punkte, weil warum nicht? Und Patrouillen ausschalten. Ich denke mal, wenn wir da hinten auf den Tank schießen, ist das am effektivsten, aber keine Ahnung. Sieht so aus. Weiß nicht, ob das wirklich 600 macht, nur weil wir jetzt einfach stärker sind oder weil der Tank da die Schwachstelle von denen halt ist. Kann aber gut sein. Wir haben ja hier wieder eine Karte. Kann ich einmal kurz gucken. Ja, noch mehr Viecher, auch gut. Gewehr verbessern mit Schadensradius einmal und für die Durchschlagskraft. Und dann ziehen wir einfach mal auf den da. Was hast du denn bitte da gerade geschossen? Gut, vielleicht sollte ich echt mal unter ihm irgendwie treffen. So, und dann haben wir hier hinten noch einen. Der auch Geschichte ist. Yay. Hey, wir haben es geschafft. Oder so. Hier ist glaube ich noch eine Sackgasse oder so. Mit irgendwas. Keine Ahnung. Okay. Achso, ja. Die kriegt man ganz schnell down. Eigentlich. Nimmt das Gewehr. Und schießt da drauf. Habe ich ganz stylisch hier gemacht, ne? Einfach mal auf Explosionsfass. Warum auch immer die direkt neben einem Explosionsfass stehen. Aber na gut, die werden schon wissen warum. Hoffe ich doch. Aber egal. Ja. Yay, hi, wie geht's? Wir haben jetzt einfach schon 9 Punkte. Ja, aber na gut, ich werde dabei bleiben. Ich wollte jetzt noch nicht auf Patrouille gehen, aber egal. Wenn ich es ja schon gedrückt habe. Die Dinger haben auch immer mehr Leben. Ah, scheiße. Ja, scheiß Sound, ne? Ich wollte noch nicht abbrechen, aber wenn ich jetzt schon dabei bin, kann ich einmal kurz so ein bisschen die Durchschlagskraft erhöhen und dann auf dich gehen. Ich glaube, der hat sogar noch mehr Leben als der von eben, aber auch gut. Ja, genau. Auf Schild wollte ich eigentlich nicht schießen, aber auch gut. Ich sag glaube ich gerade zu oft, aber auch gut, aber egal. Bildschirmschoner, hi! Der immer direkt nach einer halben Stunde angeht. Sonst waren ja glaube ich keine, ne? Nö. Hoffe ich doch. Mir egal, wenn. Wie weit müssen wir hier überhaupt noch laufen? Noch ein Stückchen. So. Der wollte mich gerade angreifen, hat er aber nicht mehr geschafft. Weil die Viecher einfach langsam wie eine Schnecke sind. Hier links ist nichts, deswegen gehen wir da mal links. Weil da wieder so ein Scheiß ist, yay. So, Gewehr verbessern. Ich nehme mal einen Explosionsschuss. Einmal die Durchschlagskraft und einmal die Zielgenauigkeit, weil warum nicht? So, das ist der Explosionsschuss. Na, komm schon. Danke.
Ich bin echt gut in Zielen, ich weiß, danke. Deswegen spiele ich auch eigentlich keine Shooter-Spiele, aber na gut. Was heißt, ich spiele sie nicht so? Ich besitze selber keinen, aber wenn ich mal bei Freunden bin und die das halt spielen, dann spiele ich hier nur wieder mal mit, aber ich bin halt eigentlich recht scheiße in sowas. So. Dann gucken wir mal. Haben wir hier das Explosionsfass. Von du nicht getroffen wirst, warum auch immer. Ja, hopp, schieß da nicht. Meine Güte. So. Die Viecher waren aber auch irgendwie ziemlich schwach. Waren halt aber verdammt weit weg. Dafür gibt es aber die Zoom-Funktion, ne? Ja, Cloud, du brauchst jetzt auch nicht mehr kommen. Der Schlag wird schon gerade ausgeführt. Auch gut. So. Der Part wird ja ein bisschen länger als die anderen, aber sollte, denke ich mal, nicht allzu schlimm sein. Vor allem, das sind jetzt die letzten Parts, die können mal ein bisschen länger werden oder so. Naja. Zurückgelassene feindliche Versorgungsgüter 3. Was? Das ist Versorgungsgüter? Ach, keine Ahnung. Achso, die da. Man bekommt Items dafür. Gut, dass ich das wusste. Ja, Blitzka. Okay, warte, Blitzka. Ablegen, Dunkelblitzka. Ja, das mache ich jetzt einfach noch in diesem Part. Und wir haben bestimmt irgendwas, um die Magie zu erhöhen. Naja. So, Dunkelblitzka, Magie plus 9 und ja. Ausrüsten. Gut, und wenn es euch gefallen hat, ich wollte gerade sagen, ja, ich wollte gerade den Part beenden, aber wenn hier noch Gegner auftauchen, töte ich die eben noch schnell. Und dann sage ich, wenn es euch gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin und ciao.